und ein ganz herzliches Willkommen, lieber Löwe, zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der dritten Woche Juli. Das ist die Woche 16. bis 22. Juli 2018. Schön, dass du wieder dabei bist und ich hoffe, ich kann dir Tipps geben, ein bisschen ja, Inspiration für das, was du tun kannst, was du vermeiden solltest vielleicht. Und du ziehst dir das raus, was du brauchst. Ja? Es ist eine allgemeine Legung und kann auch nicht immer für jeden, der sich das anschaut, stimmen. Aber wenn du Tipps bekommst, wie du irgendetwas machen kannst und das wirklich positiv nutzen kannst, dann ist es wunderbar. Dann freue ich mich und würde mich natürlich dann auch über die Kommentare freuen. Entscheiden tust du selbst natürlich und wie gesagt, du musst es auch durchleben. Deswegen, die Entscheidung obliegt natürlich immer dir und niemand sonst. So, wir gucken mal, was haben wir denn für den Löwen als allgemeine Energie in der Woche? Wow, das Ass der Stäbe, Leidenschaft pur, klasse. Das ist natürlich erstmal körperliche Liebe, das ist aber auch Leidenschaft für eine Sache, für eine Person, für irgendwas, was dich beschwingt, was dir, ja, was dein Feuer entfacht. Das klingt schon mal sehr, sehr toll. Gucken wir jetzt mal, was die einzelnen Tage so zu bieten haben. Wir haben jetzt erstmal hier den Montag, dann haben wir den Dienstag. Wir haben den Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. So, ich werde jetzt für jeden Tag aufdecken, aber wir werden gleich auch noch eine zweite Karte dazulegen, dass wir es so ein bisschen detaillierter sehen können, was die Woche dir zu bieten hat. Ich bin gespannt. Gucken wir mal für den Löwen, der Montag. Was bringt der Montag? Die 7 der Münzen. Also hast du im Vorfeld schon irgendwie vorgearbeitet, hast schon etwas auf den Weg gebracht, hast wie gesagt irgendwas gepflanzt, im übertragenen Sinne vielleicht auch und wartest, dass die Früchte kommen, dass der Baum Früchte trägt sozusagen. Interessant. Vielleicht hast du an einem Projekt gearbeitet oder an deiner Familie, je nachdem und wartest jetzt, dass dann der Baum auch Früchte trägt, also dass da was kommt. Ich bin gespannt. Gucken wir mal, was der Löwe am Dienstag zu erwarten hat. Wir haben die 8 der Münzen, das bedeutet viel Arbeit. Aber 8 der Münzen bedeutet auch, dass du gerne arbeitest und dass du es vielleicht nicht unbedingt als Arbeit empfindest, was du tust, sondern dass du das mit Freude tust, dass du im Hintergrund eben diese Leidenschaft hast, die wir unter dem Kartendeck hatten, dass du mit Leidenschaft an etwas arbeitest. Ja? Das muss jetzt nicht nur im Job sein, das kann auch nebenher sein, das kann auch an einer Beziehung sein, das kann an einem Hausbau sein, was weiß ich. Auf jeden Fall, wie gesagt, bist du mit Freude dabei und das ist gut. Dann haben wir den Mittwoch für den Löwen. Was haben wir denn da? Da haben wir das Ass der Schwerter, das Schwert der Wahrheit und ein Neubeginn. Und das Schwert der Wahrheit ist halt so ein Moment, wo du die Dinge, die du nicht mehr brauchst, sozusagen abschneidest. Du machst einen Schnitt und ab da geht es weiter. Und da machst du sozusagen einen Neubeginn, ja. Kann sein, dass du umziehst, kann sein, dass du einen neuen Job anfängst. Irgendwas in der Richtung oder ein neues Projekt beginnst, was auch immer. Auf jeden Fall ist das ein Schnitt am Mittwoch und es ist ein neuer, frischer Neubeginn. Ja, sehr schön. Gucken wir mal, was der Löwe am Donnerstag für Energien hat. Wir haben die 9 der Münzen. Das ist Unabhängigkeit. Das hat auch mit Finanzen und Sicherheit zu tun, klar. Da ist eine Person, die sich jetzt sozusagen in dem, was sie schon hat, wohlfühlt und ich sag mal ihren Reichtum, ob jetzt gefühlsmäßig oder auch materiell, natürlich auch vermehren möchte. Also man ruht sich nicht aus, man arbeitet daran, dass das vielleicht noch mehr wird, dass da noch mehr kommt. Also jedenfalls sehr schön. Kommen wir zum Wochenende für den Löwen und da haben wir am Freitag, wow, die 10 der Kelche. Es gibt etwas zu feiern. Das ist ja wie so eine Hauseinweihung oder ja, man feiert den Erfolg, dass man sich wohlfühlt. Es ist auch die Wunscherfüllung, was Gefühle betrifft, Partnerschaft, beruflich. Es ist alles so im Einklang, ja.
Also da ist auf jeden Fall viel Freude drin und das ist auch so den Zenit erreicht zu haben in einer Sache. Und das hat, wie gesagt, mit Finanzen vielleicht zu tun, mit Familie, Gefühlen, ne? Gefühle, also Liebe, ja, dass man vielleicht den Partner, die Partnerin gefunden hat und jetzt sozusagen auf der Schwelle steht, das Haus zu betreten und vielleicht auch Familienplanung und so weiter. Auf jeden Fall auch viel Leidenschaft. Sehr schön. Entschuldigung. Dann haben wir den Samstag. Der Samstag für den Löwen ist die nicht die Hohepriesterin, das ist die Herrscherin. Die Herrscherin ist Fruchtbarkeit. Ja, wo wir gerade beim Thema Familienplanung waren, das ist Fruchtbarkeit, aber auch im Sinne von Projekte sind fruchtbar. Dinge, die man jetzt beginnt oder die man, an denen man arbeitet, sind sehr erfolgversprechend, ja, tragen Früchte, vielleicht nicht sofort, aber es kommt. Also es fühlt sich auch schon sehr vielversprechend an. Ist die pure Weiblichkeit, zum Beispiel, wenn du eine Frau bist, dann bist du besonders strahlend. Du strahlst diese pure Weiblichkeit aus. Du bist besonders anziehend. Mit dem Ass der Stäbe als unterste Karte des Kartendecks natürlich nochmal. Also da kann einiges passieren am Wochenende, ne? Also wie gesagt, wenn Familienplanung ist sehr befürwortet, wenn nicht geplant, bitte, bitte aufpassen, ja? Weil dann könnte das trotzdem passieren, ja? Am Sonntag für den Löwen haben wir die Liebenden. Wow. Also ich glaube, du schäumst gerade über vor Glück und vor Liebe und das gönne ich dir von Herzen. Wunderbar. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen näher zu beleuchten, werde ich jetzt zu jeder einzelnen Karte noch eine zweite dazulegen, damit wir so ein bisschen näher sehen, wo geht die Reise hin? Was sind die Energien, die vorherrschen? Was ist befürwortet? Was ist wichtig? Oder was solltest du dabei beachten? Da gucken wir jetzt mal. Wir beginnen wieder mit der ersten Karte am Montag. Das war die 7 der Münzen. Das war das, wo du schon im Vorfeld was für getan hast. Und wir haben den Magier. Der Magier ist Manifestation. Das heißt, du hast dir Gedanken gemacht, du hast im Vorfeld geplant, du hast vielleicht dafür gearbeitet, du hast vielleicht was investiert, was auch immer. Und hier kannst du das Ganze jetzt zur Vollendung bringen. Das ist auch keine Sache, die nur am Montag passiert und die auch nur am Montag vonstatten geht. Das ist eine Energie, die vorherrscht, die dir das erleichtert. Ja, sowas geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Wenn du gestern, ich sag mal, einen Baum gepflanzt hast, dann wird er nicht am Montag Früchte tragen. Ja, aber du hast es getan und du pflegst ihn und es wird positiv. Ja, also das dauert halt noch ein bisschen, aber die Energie am Montag ist halt sehr gut dafür. Also wenn du am Montag etwas pflanzt oder so, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein schöner Strauß wird oder ein schöner Busch wird oder so, sehr hoch. Am Dienstag, da haben wir dieses mit Energie arbeiten, also dass du richtig Spaß hast am Arbeiten. Da gibt es aber eine Entscheidung zu treffen. Und zwar denke ich mal rein intuitiv, dass du aufpassen musst, dass du dir nicht zu viel aufhalst. Ja, wenn du so in der Begeisterung, in der Euphorik bist, dass du dann nicht vielleicht übertreibst, übers Ziel hinausschießt. Das heißt, du musst dich auch ein bisschen bremsen. Zum anderen kann es sein, dass du vielleicht auch nicht zu viele Projekte auf einmal wählst, sondern wirklich höchstens zwei, ja. Und dass du da halt auch die Augenbinde abnimmst und guckst, wie ist das machbar? Schaffe ich das körperlich, seelisch, geistig? Ja, das ist nichts Negatives, weil man möchte es ja gut machen. Und wenn man etwas gut machen möchte, dann kann man nicht 10 Dinge gleichzeitig tun. Ja, weil man diese 10 Dinge nicht alle gleich gut hinkriegen kann, weil man sich dann übernimmt. Darum geht's. Also pass auf, dass du dich dann nicht übernimmst. Am Mittwoch haben wir das Schwert der Wahrheit. Das kann auch bedeuten, dass du mit diesem Schwert der Wahrheit wirklich das konkrete Ziel auswählst. Und wir haben die Sonne, deine Karte. Alles super, alles toll. Also dein Neubeginn ist überstrahlt von Freude und das Universum, sage ich jetzt mal, befürwortet das, unterstützt dich so karmisch und so weiter.
Es ist egal, woran du glaubst. Es ist einfach so, dass du das selber spüren wirst. Egal, auf was auch immer du an Glauben hast, du wirst es einfach nur spüren, dass du nach vorn geschubst wird, dass du dich gut fühlst in deiner Haut. Und das ist doch super. Gucken wir mal am Donnerstag, da haben wir die 9 der Münzen. Und das ist eine Karte, die ja so den Reichtum in jeder Hinsicht irgendwo anschaut und das natürlich vermehren will. Und da haben wir den Herrscher dabei. Und der Herrscher bedeutet, dass du alles im Griff hast. Und das ist ja auch wichtig. Beim Herrscher musst du nur aufpassen, der kann auch ab und zu mal ein bisschen tyrannisch werden und andere Leute auch so, weil er so im Feuereifer ist und so leidenschaftlich natürlich ist, dass er die anderen anfeuert und vielleicht auch so das verlangt, was er selber auch von sich verlangt. Das funktioniert nur nicht immer. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Leute auch um sich herum nicht überfordert. Das ist so das Einzige, wo ich sage, schau, dass du die Leute nicht, ich sag mal, überforderst mit deinem Enthusiasmus, ja. Dann wird das nachher schnell negativ und das wollen wir ja nicht. Dass du alles im Griff hast und dass du das alles gut handelst, das wissen wir. Und der Herrscher meint das auch gar nicht böse. Ich rede jetzt von der Karte, von der Energie. Aber er merkt es manchmal nicht und deswegen wollte ich deinen Blick dafür öffnen. Dann haben wir am Freitag die 10 der Kelche, auch eine tolle Karte, und wir haben die Königin der Münzen. Die Münzen sind halt auch immer dieses ein gesichertes Zuhause, einen gesicherten Job, gute Finanzen und natürlich auch gute Beziehungen. Ja, in jeder Hinsicht, ob privat oder beruflich oder so. Toll. Ja, also was soll man dazu sagen? Wobei die Münzen ja auch immer eine etwas langsamere Energie sind, deswegen auch nicht übertreiben. Sie sind etwas langsam, aber stetig, also fortwährend. Du brauchst halt dich nicht groß anzustrengen, das läuft sozusagen von alleine. Man muss da halt nicht große Energien aufbringen oder sich überschlagen oder was weiß ich, 100 neue Projekte auf den Markt bringen, sondern du hast investiert, du hast die Dinge ans Laufen gebracht und jetzt arbeiten sie für dich. Du brauchst nur noch zu beobachten, die Hand drauf zu halten und zu sagen, so und so, und dann läuft das von selbst. Ja? Also große Aktionen sind gar nicht nötig. Am Samstag haben wir ja die Herrscherin und den Ritter der Kelche. Romantik, Romantik, da ist jemand sehr romantisch. Das, wie gesagt, ist geschlechterunspezifisch, kann auch umgekehrt sein, dass du als Mann, sage ich mal, rausgehst und eine sehr nette Frau kennenlernst oder auch einen anderen Mann, je nachdem, wo deine Bedürfnisse liegen. Es wird sehr romantisch und das Wochenende wird sehr schön. Dann haben wir ja auch noch die Liebenden und dazu haben wir die 6 der Stäbe. Erfolg. Also wenn du dann baggerst oder wenn du jemanden kennenlernst und da landen möchtest, ist das auch noch von Erfolg gekrönt. Es ist ja nicht zum Aushalten. So viel Erfolg, das ist ja super. Wie gesagt, bei aller Euphorie versuche immer dein Umfeld zu sehen, die Leute um dich herum, dass sich keiner benachteiligt fühlt oder dass du die Leute überforderst, weil du sie vielleicht ein bisschen antreibst, was ich auch verstehen kann, aber achte darauf, ja? So, dann schauen wir mal deine Karte. Zeit der stillen Einkehr. Zieh dich zurück und meditiere darüber, was du wirklich willst. Und das ist deshalb so, weil du nämlich in dieser Woche sehr gut umsetzen kannst, was du wirklich willst. Wenn du dir unsicher bist, dann tendierst du vielleicht einmal in diese Richtung, einmal in die andere Richtung. Deswegen nimm dir bitte Zeit, nimm dir die Muße, lass dir ruhig Zeit damit, wirklich zu entscheiden, was du wirklich willst, weil du kannst es diese Woche manifestieren, du kannst es in die Gegenwart, in die hier ins Leben holen. Und lieber einmal zu viel drüber nachgedacht, denn das sieht fantastisch aus, ja. Und ich bin froh, also ich freue mich total. Ich habe jetzt schon mehrere solche ähnlichen Legungen gehabt und ich bin happy, weil es war ja natürlich nicht immer so. Also es sieht wirklich sehr harmonisch aus, sehr positiv, was da auf viele zukommt, unter anderem natürlich auch auf dich, lieber Löwe. Und ich freue mich da für euch alle. Ich finde das toll. Ja, dann kann ich nur sagen,
Ich nehme an, es hat dir gefallen, dann würde ich mir einen Daumen hoch wünschen, wenn es dir gefallen hat. Und vor allen Dingen, wenn es dir was gebracht hat, wenn du was damit anfangen kannst, dann würde ich mich über einen Kommentar auch sehr freuen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir eine tolle Woche und bin sehr gespannt auf die Kommentare und natürlich darauf, wie es nächste Woche weitergeht. Ja? Liebe Grüße und bis bald. Tschüss.